hier ist Christine und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein Q&A und dafür habt ihr mir auch schon Fragen unter meinem Instagram-Bild geschickt. Die Fragen habe ich jetzt auf meinem Handy, deswegen werde ich ein paar Mal auf mein Handy gucken müssen. Und da kommt auch schon meine Schwester rein. Hallo. Aber jetzt geht es wirklich weiter mit dem Q&A und die Kommentare werden auch hier unten eingeblendet. Das sind einfach Fragen, die ihr unter meinem Instagram-Bild gestellt habt. Und eine Frage ist, glaube ich, auch von YouTube. Oder zwei. Ich bin mir nicht sicher. Und der erste Kommentar ist, darf ich das Video beginnen? Du hast es jetzt sozusagen begonnen. Ich habe jetzt auch vorhin schon Intro gemacht, aber ja, darfst du. Die nächste Frage ist, was mein Lieblingsessen ist. Und mein absolutes Lieblingsessen ist einfach Burger. Burger ist so geil. Schreibt mir mal euer Lieblingsessen unten in die Kommentare rein. Da wurde auch gefragt, ob ich lieber ein Jahr lang kein Handy oder ein Jahr lang keine Freunde haben würde. Und ich meine, ohne Freunde wäre es ziemlich langweilig und ich würde da eher aufs Handy verzichten. Als nächstes hat unterstrich Marie unterstrich FE unterstrich unterstrich gefragt, was meine Lieblingsfarbe ist. Und falls ihr meine Roomtour gesehen habt, habt ihr gesehen, dass mein ganzes Zimmer türkis war. Und das ist dementsprechend auch meine Lieblingsfarbe. KNMVS hat gefragt, ob Max und ich auf die gleiche Schule gehen. Und ja, wir gehen auf die gleiche Schule, sogar in die gleiche Klasse. Dann fragt mich Silvano.pts, könnt ihr beide mal aus eurer Galerie das 30. Bild von oben gezählt zeigen? Max ist gerade nicht da, aber ich kann das jetzt mal machen. Dafür gehe ich jetzt auf Fotos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ich habe jetzt mal gezählt und das 30. Bild aus meiner Galerie ist das hier. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Da stehe ich halt unter so einem Durchgang mit Rosen. So ein ähnliches Bild wird es auch bei mir bald auf Instagram geben. Also wenn das Video online ist, ist wahrscheinlich auch schon das Bild online. Und dann guckt alle mal bei mir bei Instagram vorbei, da heiße ich ChristineXXE. Die nächste Frage ist, ob ich mal ein What's on my phone machen kann. Und wenn ihr wollt, dass ich ein What's on my phone mache, gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann wird es bald auch online kommen. Dann wurde ich auch noch so oft gefragt, was für eine Rasse mein Hund ist. Also mein Hund heißt erstmal Bella, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und sie ist ein Chihuahua. Aber nicht so ein kurzer Chihuahua, sondern eher, sie ist irgendwie ein bisschen größer als normale Chihuahuas und hat längere Haare. Ich habe auch schon ein paar Mal die Frage gelesen, wie lange ich meine Zahnspange trage und wie lange ich sie noch tragen muss und alles. Und ich trage meine Zahnspange jetzt schon ein Jahr lang, also etwas mehr als ein Jahr lang, seit letztem Jahr April. Und die kommt aber auch bald wieder raus. Wenn ihr dann dazu ein Video sehen wollt, also wie die rauskommt und wie das dann aussieht und ob ich allgemein mal etwas dazu sagen soll, könnt ihr es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Andrea Janach fragt, ob ich Naturlocken habe oder glatte Haare habe. Meine natürlichen Haare sind glatt, aber ich mache mir auch sehr gerne Locken. Und vor allem, wenn meine Haare nass sind, sind die auch so ein bisschen lockig. Und ich glaube, wenn ich sie mir ganz kurz schneiden würde, dann hätte ich auch sogar Locken. Aber ich lasse meine Haare lieber lang und lebt dann mit den glatten Haaren. Nina Sophie 121207 fragt, wie alt ist deine ganze Familie zusammen? Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und ich sind alle zusammen 112 Jahre alt. Das ist echt viel. Dann fragt Carina_12_real_, was ist dein Lieblingsbild von dir und Max? Und das werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe jetzt mein Lieblingsbild von Max und mir rausgesucht und das hier ist, glaube ich, mein Lieblingsbild. Also ich finde irgendwie alle Bilder toll, aber ich finde, es war einfach so schön, weil wir da waren zusammen in Dänemark und es war so schön und so warm und es war einfach schön. Als nächstes wurde ich gefragt, was ich für ein Hintergrundbild habe. Das hier ist mein Sperrbildschirm. Das Bild kam euch vielleicht bekannt vor von diesem Bild. Wir haben das so gemacht, dass ich Max als Hintergrund habe, also bis ungefähr hier, und Max dann mich. Und wenn man unsere Handys zusammenlegt, ist das so ein Bild. Dann sieht es ungefähr so aus, als unsere Handys nebeneinander liegen. Und das ist dann mein Hintergrundbild. Es sind jetzt noch drei Fragen da und Larry5 fragt, wie alt ich bin. Und ich glaube, also einige von euch haben geraten. Manche sagen, ich bin 14, manche sagen, ich bin 15, manche sagen, ich bin 16. Ich habe, glaube ich, auch schon mal 13 gelesen und ich bin 16. Jetzt habe ich noch einen Kommentar von YouTube, weil ich da ganz oft gefragt wurde, welches Handy ich habe. Und ich habe das Huawei Mate 10 Lite. Davor hatte ich ein iPhone 6, aber das hat dann irgendwie nach einer Zeit rumgehangen und es ist immer ausgegangen, weil es zu kalt oder zu heiß war. Also draußen war es halt im Sommer, im Winter zu kalt und dann ist es immer ausgegangen. Und deswegen wollte ich dann erstmal kein iPhone mehr haben. Und dann hat meine Freundin mir gesagt, dass das Huawei P9, glaube ich, hatte sie, total gut ist und dass es jetzt sowieso Neues gibt. Und dann dachte ich mir, probiere ich das einfach mal aus. Und zwar wurde ich gefragt, wie mein Augenbrauengel heißt, weil ich das in meiner Schminkroutine und Schminksammlung, glaube ich, nicht gezeigt habe, also nicht genau gezeigt habe. Also das Augenbrauengel, was ich benutze, ist von Essence und sieht so aus. Wenn man das aufmacht, ist das halt ein normales Gel.
Und ja, das benutze ich für meine Augenbrauen, aber ich benutze auch einen Augenbrauenstift. Aber den habe ich euch, glaube ich, gezeigt. Oder nicht? Ich zeige ihn lieber nochmal. Das ist der Augenbrauenstift, den ich benutze. Also ich benutze eher das Gel, weil das, finde ich, besser ist. Aber der Augenbrauenstift ist auch total gut. Und das sind halt beide Produkte. Ich habe nicht mehr Produkte für die Augenbrauen. Und ich mache meine Augenbrauen sowieso nicht immer. Und dann kommen wir zur letzten Frage, die eigentlich nicht wirklich eine Frage ist, sondern ihr seht es hier, darf ich das Video beenden? Ja, darfst du. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, die ganzen Sachen, die ich euch gefragt habe, in die Kommentare zu schreiben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!